Herzlich willkommen zurück zum heutigen Podcast bei Mel B. Channeling. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute spreche ich ein bisschen über die Angstblockaden oder die Ängste, die im Laufe der Twin Flame Journey in verschiedenen Formen und Ausprägungen auftreten können. Und ich gebe dir einen kleinen Überblick über die verschiedenen Arten von Ängsten, wie sie entstehen. Und wenn du dann mehr wissen möchtest, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. In meinem Blog habe ich einen vollständigen Artikel dazu geschrieben. Ängste haben sich wahrscheinlich in deiner Journey auch schon gezeigt und Ängste zeigen sich in verschiedenen Formen von Blockaden. Das können zum einen Beziehungen sein, gesellschaftliche Erwartungen, Gesundheit, finanzielle Freiheit, kulturelle Konditionierung oder Traumata aus vergangenen Leben oder auch aus diesem Leben und noch viele mehr. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was Angst überhaupt bedeutet. Angst ist erstmal ein unangenehmes Gefühl, das durch die Überzeugung hervorgerufen wird, dass jemand oder etwas gefährlich ist und wahrscheinlich Schmerzen oder in irgendeiner Art und Weise eine Bedrohung verursacht. Und Angst verursacht psychologische Veränderungen, also auch Veränderungen im Gehirn und im Körper, die zu Verhaltensreaktionen führen können, wie zum Beispiel aggressives Verhalten oder die Flucht vor der vermeintlichen Bedrohung. Und wenn wir uns bedroht fühlen, so bekommen wir entweder das Bedürfnis, den anderen ebenfalls anzugreifen oder vor der Bedrohung davonzulaufen oder sich totzustellen bzw. zu erstarren und unfähig zu sein, zu reagieren oder zu agieren. Und das nennt man auch im Englischen Fight, Flight or Freeze. Die meisten Menschen und auch auf deiner Twin Flame Journey kann es eben vorkommen, dass du dir dessen nicht bewusst bist, dass die gesamte Wahrnehmung des Lebens eben auf der Grundlage von Angstproblemen beruht. Und viele Menschen wissen auch nicht, dass Angst eben in Form von Blockaden und bestimmten Programmierungen auftritt. Und ich beschreibe jetzt mal die größten Arten von Ängsten, die im Laufe deiner Twin Flame Journey auf dich zukommen können. Egal ob im Kontakt mit deinem Twin Flame, mit deiner Dualseele oder auch mit anderen Menschen. Wie gesagt, diese Ängste wirken sich auf dein gesamtes Leben aus. Und da haben wir zuerst mal die Angst vor religiösen Fragen, so nenne ich es mal. Das ist die Angst vor der Religion, die oft auch auf bestimmte Kindheitserfahrungen oder Konditionierungen zurückzuführen ist. Und zu der Überzeugung führt, dass alle Religionen schlecht sind. Dann gibt es die Angst vor heiligen Gebäuden wie eben Kirchen, also dass man Kirchen oder Tempel nicht betreten kann, aufgrund von Gefühlen des Misstrauens. Und einige dieser unbewussten Überzeugungen sind auch auf ein Traumata aus früheren Leben zurückzuführen, dass sich die Person vielleicht auch nicht erklären kann. Und zudem wurde gerade in der westlichen Welt durch die staatliche Institution, schweres Wort, der Kirche, die Religion eher dazu benutzt, weitere Ängste
zu verbreiten. Von Sünden und Höllenfeuern zu predigen und so die Menschen eben in der Angst vor Strafe oder Qualen zu halten, wenn sie nicht den Gesetzen Gottes folgen. Nur, dass es eben nicht die Gesetze Gottes waren, sondern es waren die eigenen Gesetze, die die Institutionen aufgestellt hatten. Dann die Angst vor dem Alleinsein und die Angst vor dem Verlassenwerden. Diese Art von Angst rührt davon, ignoriert zu werden, nicht gehört zu werden, Angst davor zu haben, alleine gelassen zu werden, Angst davor, von anderen Menschen als unwichtig angesehen zu werden. Und aus dieser Angst heraus haben die Personen oder die Menschen das ständige Bedürfnis, unter Menschen zu sein. Also sie möchten dauerhaft beschäftigt sein, vermeiden es, Zeit alleine zu verbringen. Und dementsprechend äußert sich diese Angst durch ständige Geschäftigkeit, eine hohe Anzahl an sozialen Kontakten, das kann auch nur online sein, um eben einem Gefühl von Isolation zu entfliehen. Und häufig besteht auch noch die Furcht vor Ablehnung oder davor, von anderen ignoriert oder ausgeschlossen zu werden. Und neben der Angst, Zeit alleine zu verbringen, zeigt sich bei dieser Angst eben zusätzlich häufig noch die Verlustangst, also die Angst vor dem Verlassenwerden. Dabei erleben die Menschen oder die Personen die Angst dann davor, dass sie nahestehende Menschen, zumeist eben den Partner, verlieren. Und eine derartige Verlustangst führt häufig dazu, dass der Partner mit Liebesbekundungen überhäuft wird oder andere Strategien angewandt werden, um eben sicherzustellen, dass der Partner bei dem Betroffenen bleibt. Und die Angst vor dem Alleinsein kann auch dazu führen, dass jemand in einer Partnerschaft drin bleibt, die für denjenigen eigentlich unbefriedigend ist. Und nochmal kurz zu der Angst vor dem Verlassenwerden. Es liegt natürlich in der Natur des Menschen, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Aber die Angst, dann von ihnen verlassen zu werden, kann zu einer sehr traumatischen Erfahrung werden. Und infolgedessen bauen die Menschen dann ein Schutzschild auf, um nicht verletzt zu werden, indem sie dann entweder zu anhänglich werden oder sich sehr unabhängig machen. Dann gibt es die Angst, sich mit anderen zu verbinden, also die Angst vor Nähe. Und oft ist das eine Folge von früheren schmerzhaften Beziehungserfahrungen. Das kann von den Eltern herkommen. Das kann eine romantische, eine intime oder emotionale Verbindung gewesen sein, die dann als gefährlich erscheint. Und in dem Fall fühlen sich dann die Menschen aufgrund dieser alten Erfahrungen nicht mehr sicher und die Angst verschließt dann das Herz, also sie verschließen ihr Herz, um Verletzungen zu vermeiden. Man zieht sich dann aus Beziehungen zurück. Dann gibt es die Angst vor der fehlenden Anerkennung. Die kann sich äußern, wenn wir in Beziehungen nicht akzeptiert werden. Dann haben wir oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Also nicht für unseren Wert anerkannt zu werden und dafür, wer wir tatsächlich wirklich sind. Und dann unseren eigenen Erfolg und unser Wachstum behindern. Und die Angst, nicht respektiert und geliebt zu werden, führt oft zu Groll, Demütigung und auch Scham. Dann gibt es die Angst vor dem Scheitern. Also wenn du in deinen früheren Beziehungen oder unter
oder Unternehmungen gescheitert bist, dann hast du vielleicht Angst, dich diesen schmerzhaften Erfahrungen zu öffnen. Wenn du auf Kosten anderer erfolgreich gewesen bist, dann können Schuldgefühle dich daran hindern, es eben nochmal zu wagen. Und vielleicht hast du sowohl Schuldgefühle als auch Angst davor, die Person oder das, was du eben liebst oder was dir wichtig ist, nochmal zu, in Anführungszeichen, zu verfolgen. Also dem nochmal nachzugehen. Dann hätten wir die Angst vor finanzieller Unsicherheit. Das ist die Angst, im Leben nicht genug Geld zu haben. Die Angst davor, nicht genug zu verdienen, um finanzielle Schulden, die man vielleicht hat, zu begleichen. Angst, nicht genug Geld zu haben, sich keine Lebensmittel und sonstiges leisten zu können und eben nicht genug Geld zu haben, um Träume und Ziele, die du hast, zu verwirklichen oder zu verfolgen. Dann die Angst vor dem Verlust von Einkommensquellen oder Einnahmen. Das ist dann oft die Angst, den Job zu verlieren. Oder auch, wenn du in einer Ehe gewesen bist und dich scheiden lässt, ist das auch oft eine Angst, die dann eben zutage tritt, weil bisher hattest du vielleicht die gemeinsame finanzielle Versorgung sichergestellt mit Hilfe deines Partners oder deiner Partnerin. Und dann stellt sich die nächste Herausforderung, eben auf eigenen Füßen zu stehen und dich selbst zu versorgen. Und diese Ängste können eine direkte Folge von deiner Erziehung sein. Gerade vielleicht auch vor allem, wenn du aufgewachsen bist und das Geld eben knapp war. Je nachdem, wie alt du jetzt bist. Dann haben wir die Angst davor, die eigenen Träume und Wünsche zu leben. Und das ist die Angst davor, den Anforderungen und Erwartungen von Familie, Arbeit, Religion, Gesellschaft und kultureller Prägung zu entsprechen. Also du unterdrückst dich selbst, ja, du unterdrückst dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu leben und nicht nach den Vorstellungen von etwas oder jemand anderem, anstatt dich eben selbst an die erste Stelle zu setzen, ist es einfacher, den Anforderungen nachzugeben, die eben von Familie, Arbeit, Religion, Gesellschaft und so weiter kommen, aus Angst, Konflikte zu erschaffen. Dann haben wir die Angst vor Gesundheit, die Angst vor lebensbedrohlichen Krankheiten, die einen dann oft daran hindern, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Das nennt man auch Nosophobie. Also Menschen, die unter Nosophobie leiden, haben eine unlogische Angst, eine bestimmte Krankheit zu entwickeln, die in der Regel lebensbedrohlich ist. Das Wort Nosophobie leitet sich aus dem griechischen Wort für Krankheit Nosos. Nase fällt mir da gerade ein. Und Angst Phobos ein. Und ich gehe jetzt nicht tiefer darauf ein, was wir alle vor ein paar Jahren erlebt haben. Da kann jeder für sich selbst nochmal reflektieren, bevor das Video hier gelöscht wird. Dann haben wir die Angst vor Selbsterkenntnis. Das ist die Angst davor, die eigene Wahrheit zu sagen oder zu ihr zu stehen. Und das passt sehr gut zu den letzten Sätzen, die ich gerade gesagt habe. also die Angst vor Selbsterkenntnis, die Angst vor mangelnder Selbsterkenntnis, die auf ein Trauma in der Kindheit oder in einer Beziehung zurückgeht. Und das führt dazu, dass man seine eigene Individualität,
nicht annimmt oder nicht wahrnimmt, was sich dann wiederum auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeitsmerkmale auswirkt. Und sie wird eben oft von anderen überschattet, die einem dann vorschreiben, wie man als Individuum zu sein hat. Dann haben wir die Angst vor dem Unbekannten oder auch die Angst vor unbekanntem Trauma. Die Angst vor dem unbekannten Trauma stammt oft aus früheren Leben, die in die aktuelle Realität mit eingeflossen sind. Oft entfaltet sich das Karma aus diesen Lebenszeiten und gleicht sich aus. Und jeder Mensch wird mit einer sogenannten Seelenamnesie geboren. Also wenn deine Seele hier auf der Erde in dem menschlichen Körper inkarniert, hast du quasi alles vergessen. Du hast vergessen, wo du herkommst. Du hast vergessen, was du hier eigentlich wolltest, was du hier machst, was deine Aufgaben sind. Und so ist das dann die einzige Möglichkeit, die Seele dazu zu bringen, sich zu erinnern. Ja, daher erinnert dein Twin Flame dich auch, weil ihr seid ja eine Seele, ein Bewusstsein. Deine Seele hilft dir selbst, dich zu erinnern. Also die Seele wird dazu gebracht, sich zu erinnern, und das besteht unter anderem darin, die gleichen Sequenzen im aktuellen Leben eben zu wiederholen. Das sind dann die sogenannten Kreisläufe, bei denen du die Menschen und Personen in deinem Leben beliebig austauschen kannst. Doch im Kern wiederholt sich deine Erfahrung immer und immer wieder. Dann gibt es die Angst vor gesellschaftlichen Problemen. Das ist die Angst vor Situationen, in denen man das Gefühl haben könnte, von anderen in der Gesellschaft, in der man eben lebt, negativ beurteilt zu werden. Und dann auch die ständige Angst, gedemütigt zu werden und sich zu blamieren. Eine starke Angst vor fremden Menschen, vor allem wenn es um Interaktionen mit den Menschen geht. Weil diese Menschen haben Angst, dass andere ihre Ängstlichkeit bemerken. Und dann natürlich alles Energie und Schwingung ist, überträgt sich das automatisch auch auf dein Gegenüber. Dann gibt es Angst vor kulturellen Problemen. Das Wort dafür nennt sich Xenophobie und leitet sich vom altgriechischen Wort Xenos ab, das fremd, ausländisch oder außerirdisch bedeutet. Und Phobos ist die Angst oder Abneigung gegen alles, was als fremd oder seltsam empfunden wird. Und in diesem Fall könnte es sich um eine persönliche Entwicklung durch die Konditionierung, durch die Vorfahren oder auch durch die Gesellschaft handeln. Zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit beruht auf der Wahrnehmung, dass bestimmte Aktivitäten innerhalb einer bestimmten Gruppe zu rassischen, ethnischen, nationalen Konflikten führen können, indem sie auf Misstrauen und Angst abzielen. Und wenn du das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, du kannst dir, wie gesagt, den vollständigen Artikel gerne auf meinem Blog auf der Homepage durchlesen und auch noch mal nachlesen, dann wirst du erkennen, dass diese Ängste sich sowohl in der Dynamik mit deinem Twin Flame als auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen äußern. Und wenn du den Blick noch weiter nach oben, würde ich mal sagen, oder nach innen wendest, dann wirst du auch erkennen, dass viele dieser Ängste sich im Kollektiv zeigen. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit bei allem,
was du machst. Bis bald, deine Mel.